Willkommen zurück, ihr Lieben. Dieses X und dieses ein Ding ist unsere bisherige Basis. Mehr haben wir noch nicht, aber ich gehe jetzt trotzdem mal rein, weil ich wissen will, ob wir von innen auch weiterbauen können. Emergency power only. Oxygen production offline. Ah, doch, hier darf ich jetzt weiter anbauen, ja? Ah ja, hier könnte ich jetzt weiter anbauen, alles klar. Könnte ich so ein vertikales Ding... Nee, darf ich nicht. Innenmodule, Fabrikator, Kommunikator, Medikit, Wandspind, Spind, Aquarium, Bioreaktor, Leiter... Ich würde ja gerne diese Luftpumpe machen. Pumpt von einer mit, in einen Anschluss. Das verstehe ich noch nicht ganz. Das verstehe ich wirklich noch nicht ganz. Zack, aber hier kann ich wieder raus. Okay. So. Was haben wir denn jetzt hier? Pumpt Luft aus der Basis, so wie die Oberflächenpumpe. Aha. Und wie kriege ich Luft in die Basis? Ich habe ja diese Luftpumpe. Kann ich die nicht damit irgendwie verbinden? So? Was haben wir denn hier noch? Zyklop. Der Zyklop ist das beliebteste und zuverlässigste Tiefseetauchboot in der Galaxis. Im Vergleich zur Konkurrenz kann es von nur einer Person besetzt werden, daher der Name. Er verfügt über manuelle Steuerung mit 3 Geschwindigkeitsstufen und vorderes Beobachtungsdeck für Präzisionsmanöver, Trockendock zum Transportieren, Warten und Aufladen von Erkundungsfahrzeugen, umfangreiche Lagermöglichkeiten im Frachtraum des Unterdecks, Innen- und Außenkameras, Bord-KI zur Erkennung von Gefahren und vielfache Anpassungsmöglichkeiten. Hinweise für Kapitäne. Je höher die Geschwindigkeit, desto mehr Lärm, der für unerwünschte Aufmerksamkeit sorgen kann. Energieverbrauch, Maschine aus 0%, langsame Fahrt 25%, halbe Fahrt 50%, volle Fahrt 100%. Der geräuschlose Antrieb kann bei jeder Geschwindigkeit aktiviert werden und reduziert den Lärm auf 0 bei zusätzlichem Energieverbrauch. Zyklop-Erweiterungen können im Fabrikator im Maschinenraum hergestellt und in der Konsole auf der Backbordseite installiert werden. Technische Daten, Höchstgeschwindigkeit 8 Meter pro Sekunde, Beschleunigung 3 Meter pro Sekunde, Energie, austauschbare Energiezellen, Abmessungen 54 x 14 x 12 Meter, Personen 1 bis 6. Anmerkung, der Zyklop verfügt nicht über Wohnquartiere. Es wird dem Kapitän empfohlen, eine Rotation einzuführen, um zu entscheiden, wer nachts im Korridor schlafen darf. Automatische Brandbekämpfung, Rumpfschäden und hohe Geschwindigkeiten erhöhen das Brandrisiko. Notballast. Im Falle eines kompletten Systemversagens sinkt dieses Fahrzeug. Oha. Okay. Alles gut zu wissen. Ich werde jetzt erstmal etwas trinken. Und dann, boah, diese Viecher sind so cool. Dann werde ich mal ganz kurz hier hin zurück. Oh, ich muss mir merken, in welche Richtung ich das Ding gebaut habe, ne? Das muss ich mir gleich mal direkt angucken von unten, damit ich genau weiß, in welche Richtung ich schwimmen muss, um zu meiner Basis zu kommen. Ja, und über das, also einfach in Richtung von diesem Ding hier schwimmen, beziehungsweise links dran vorbei, dann komme ich genau zu meiner Basis. Das ist doch super. So, schwuppdiwupp. This is Light Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached.
We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Aha, das heißt von da dann ein Kilometer. Mhm. Also auch immer wichtig, da halt mal nachzugucken, immer mal wieder. So, dann werde ich erstmal gepökelt. Brauche ich immer eine Salzablagerung für. Das heißt, ich hole mir mal ganz kurz noch ein bisschen Salz. Hier ist doch überall Salz, oder nicht? Irgendwo habe ich Salz, das weiß ich. Hier nicht. Hier auch nicht. Habe ich kein Salz mehr? I'm running out of Salz. Das ist aber gar nicht gut. Na gut. Ja, dann werde ich mir direkt Nahrung kochen. Ist sowieso gesünder. Beziehungsweise macht mehr satt. Wunderbar, so Tigerpflanzensamen, Gravitationsfalle. Codes und Hinweise. Rettungskapsel 6. Von der Rettungskapsel 6 wurde ein Notsignal empfangen, aber die beigefügten Koordinaten sind unbrauchbar. Die letzten verfügbaren Bilddaten wurden gespeichert und analysiert. Besatzung forderte Unterstützung an, um Strahlung auszuweichen. Auf ungefähr 100 Meter gesunken, geortet in einem dicht mit Rotgras bewachsenen Gebiet in der Nähe von einigen natürlichen Bögen und Felssäulen. Ursprung der Übertragung ungefähr 400 Meter west-nordwestlich der letzten bekannten Position von Rettungskapsel 4. West-Nordwest. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo West-Nordwest wäre. Kriegt man irgendwann noch einen Kompass? Das wäre ja total toll. So, das Zeug muss ich hier lassen auf jeden Fall. Mitnehmen. Ah, hier ist das Salz. Genau, perfekt. Dann kann ich mir nämlich gleich noch ein bisschen was pökeln. Zack, zack, das kann ich hier lassen. Lass ich mal hier die 3. Ja, so, das nehme ich mal mit auf jeden Fall. Achso, ich wollte mir ja noch was pökeln. Habe ich keine Nahrung mehr? Mist. Ich dachte, ich hätte noch was gehabt. Nein. Sammeln eigentlich? Ah, der Behälter ist nicht leer und kann daher nicht mitgenommen werden. Alles klar, ich muss den erstmal leer machen. Inventar voll. Ich muss eine Sache gerade rauswerfen. Ich werfe mal einen Titan raus gerade. Weil dann kann ich nämlich den Behälter einpacken. Dann kann ich den rüberbringen zu meiner Unterwasserstation. Shit, ich habe jetzt nicht geguckt. Ah ja, einfach hier in Richtung, genau. Da links dran vorbei. Jetzt müsste ich in Richtung meiner Station unterwegs sein. Ja. Schwebe. Vor allen Dingen auch geil, direkt einfach am besten in der Nähe des Antriebes des Raumschiffs, was halt explodieren kann. Das ist eine super Idee, da eine Basis zu bauen.
Kannst du schon den Gleiter bauen? Ich weiß es nicht. Ich wüsste aber auch nicht wie. Also dieses Reinploppen finde ich richtig hässlich. Das mag ich überhaupt nicht. Finden wir noch ein bisschen Dinge raus. Pumpt Sauerstoff von einer Basis mit aktiver Energieversorgung in ein angeschlossenes Leitungssystem. Energieversorgung. Scannerraum. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Titan. Ja, Titan. Ne? Ach so, genau. Zack. So, jetzt werde ich erstmal hier das Ding hinpacken. Nein. Das Ding hinpacken. Und hier drüben werde ich das Ding hinpacken. So. Da habe ich dann meinen Fischfilter. Da packe ich mal Kupfer und Blei und Salz rein. Und ein bisschen Wasser packe ich da rein. Das Ding packe ich da rein. Die beiden packe ich da rein. Wunderbar. So, jetzt muss ich einmal kurz zur Oberfläche. Dann könnte ich auch eigentlich dieses Sauerstoffsystem hier runterlegen, damit ich hier schon mal ein bisschen Sauerstoff habe. Das Blöde ist, das habe ich nicht hier. Das habe ich drüben gelassen. Aber ich muss eh nochmal rüber schwimmen, um nochmal ein paar Sachen zu holen. Was? Arthur? Oh, guck mal. Da haben wir nochmal ein Ei. Die werden bestimmt noch richtig wichtig, diese Eier. Salz ist immer gut. Wichtig. Behälter einpacken. So, Titan. Kreatureneier kommen mal hier rein. Vier Stück drin.
Mist. Ich kann auch keine von denen mitnehmen. Aber dann baue ich mir einfach gerade nochmal einen Behälter, oder? Nee, ich kann mir ja gleich unterirdisch, ich kann mir ja gleich Schränke und so bauen. Das heißt, ich nehme mir noch ein bisschen Titan auch mit. Das wäre noch ganz gut. Weil Titan ist, glaube ich, so das Hauptmittel, um zu bauen. Das braucht man wirklich bei allem. Er hoffentlich die Raubfische an. Ich hätte auch noch ein bisschen Wasser mitnehmen können. Habe ich nicht gemacht. Ich dämmel. Naja. Wird es schon wieder dunkel? Ich glaube, es hackt. Das ist ja unfassbar. Es wird immer so schnell dunkel. Ach, guck mal. Also wenn das auf dem Planeten genauso ist wie bei uns, dann ist da hinten Westen. Alles gut, du hast es wahrscheinlich nur überlesen. Okay. Weil der Soundtrack erinnert mich manchmal an den Soundtrack von Weit. Was ich sehr cool finde. Oh nein! Jetzt bräuchte ich Tischkorallenproben. Segment hier hin, das sieht schön aus. Ich würde gern so eine Luftpumpe hier anbauen, aber ich weiß nicht wie. Ah, so. Ah, wunderbar. Herrlich. Gut. Solarmodul. Wenn die Sonne da drüben untergegangen ist, dann geht sie hier, müsste sie hier ganz gut scheinen. So. Ich kann sie nicht konstruieren. Warum kann ich das Ding nicht konstruieren? Ich muss mal kurz nach oben. 30 Sekunden. Schon wieder Nacht. Das geht immer so schnell. Also jetzt gerade ist sowieso keine Sonne um halt, aber ne? Die Station steht ja länger als diese Nacht. Klar. Wieso darf ich das nicht bauen? Ich kapiere es nicht. Mache ich irgendwas falsch? Konstruieren, Linksklick. Mach ich doch. Die konstruieren Kuh. Wie, ich habe keine Rohstoffe, dann wird mir das doch gar nicht angezeigt werden. Ach, der Quarz fehlt. Alles klar. Ja, okay. Okay, ich hab's gecheckt, Bioreaktor. So. Muss ich den nach drinnen bauen? Oder? Wieso darf ich den nicht bauen? Das checke ich jetzt auch nicht. Oder muss ich den nach oben an die Oberfläche bauen?
Nee. Aber das habe ich doch alles. Ach, das sind Innenelemente. Ja, sorry. Ja. Ich brauche das Raummodul dafür. Ich habe noch keinen Raum. Aber ich würde gerne da unten schon mal einen Schrank hinsetzen. Das fände ich schon mal cool. Wenn, wie viel Hilfe möchtest du? Also so allgemeine Sachen wie vorhin, ne? So kann man in das Raumschiff rein und so, sowas dürft ihr gerne sagen, weil das sind ja Beschränkungen, die ich wissen muss. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Ja, das weiß ich noch. Gut. So, jetzt gehe ich mal hier rein und Wandspind, kleiner an der Wand befestigte Lage, großer freistehender Schrank. Dann packe ich jetzt erstmal hier so einen kleinen Spind hin. So, zack. So, da kann ich schon mal Sachen reinpacken. Ah. Spind 1. Cool. Spind öffnen. So. Da kommen schon mal Batterien rein. Und den muss ich gleich mit rausnehmen. Da kommt schon mal jede Menge Titan rein und das Kupfererz, die Salzablagerung, Silikon, Gold. Ich packe hier mal gerade jede Menge rein, damit ich gleich draußen nochmal was pökelter Fisch. Klick, essen. Ach, den hätte ich erstmal essen sollen. Ah, den kann ich trotzdem noch essen. So, wunderbar. Dann kann ich hier draußen noch den Behälter hinpacken. Wo ist denn der andere Behälter eigentlich hin? Ich hatte hier doch schon einen Behälter. Ah, da. Okay. Naja. Mach den nicht ins Hemd. So. Zack. Und ich muss gleich was trinken. Wunderbar. So. Fein, dann gehe ich von hier nochmal auf die Suche. Und ich habe ja, wenn ich richtig in Erinnerung habe, den Strahlenschutzanzug an. Das heißt, ich kann mal Richtung Raumschiff mich aufmachen. Noch scannen eigentlich? Ne. Aber ich kann es einsammeln. Hier war irgendwo dieses unfassbar riesengroße Vieh, ne? Dem muss ich nicht unbedingt begegnen. Aber hier ist noch jede Menge interessanter Kram. Das heißt, ich werde hier nochmal runtertauchen. Da hinten ist das Vieh. Nicht umdrehen. Einfach nicht umdrehen. Noch eine Batterie. Sehr gut. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Nein! 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 Ja! 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 Um Gottes Willen! Habe ich den fertig gescannt? Nee, ne? Oh Gott, ich will hier weg. Um Gottes Willen. Okay. Das war scheiße knapp. Das war richtig scheiße knapp und ich brauche unbedingt Wasser. Ich will hier weg.
Okay. Ich brauche Wasser, das heißt, ich muss auf jeden Fall mal kurz zurückschwimmen. Oder habe ich noch Wasser dabei? Nee, habe ich nicht mehr. Immediately klingt auch nicht so gut. Das heißt, ich muss mal schnell gerade zurück. Wird angegriffen, aber Hauptsache scannen. Ja, hallo? Wurde schon mal getimed out. Also, meine Moderatoren sind gerade nicht hier. Also getimed out kannst du nicht werden. Ja, wenn ich halt so richtig direkt frage, so ne, dann kannst du schon antworten. Dann sind das eigentlich keine rhetorischen Fragen. Es wäre nicht ganz unpraktisch, so kurz bis sehr langfristig eine Fahrzeugstation zu bauen. Allgemein genug, ja. Das werde ich gleich auf jeden Fall tun. Ich habe ja auch vor, mehr zu bauen, aber ich muss jetzt erstmal hier nochmal trinken und so. Und meine Medipacks holen. Die Motte ist so knuffig und toll. Ja, ich freue mich auch schon drauf. So, wo ist mein Wasser? Hier. So, wunderbar. Schwimm, Forest, schwimm. Oh, Nachricht. This is Lifepod 3, uploading our coordinates. Oh. We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Oh, cool. So. Wunderbar. Da kann ich doch eh schon mal wieder Titan machen. Aus dem Metallschrott. Und ein bisschen Glas. Das schadet nie. Ist ein Titanbarren trotzdem noch 10-mal Titan? Das heißt, wenn ich drüben 3-mal Titan brauche, wird er dann aufgespalten, dieser Barren? Oder kann ich den nur dafür verwenden, dass wenn etwas Titanbarren braucht? Das wäre jetzt zum Beispiel wieder ein Tipp, den ich bräuchte. Nein, ich kann den nur für Titan verwenden, also für Titanbarren-Dinger verwenden. Okay, alles klar, dann weiß ich da Bescheid. Dann pögel ich mir jetzt hier so einen Kugelfisch noch. So, diese Luftpumpendinger muss ich gleich mal gucken, ob ich die irgendwie da verwenden kann oder was. Oder auch nicht. Gut, Grundmaterialien. Was bleibt hier? Flüssigkeitsanalysator, Probenanalysator. Ach, kann ich die jetzt reparieren mit dem Ding? Brauche ich dafür einen Tisch? Oder was brauche ich dafür? Du hast dir eben Ressourcen verbaut, die du anders gebraucht hättest. Wirklich? Aber ich habe draußen noch jede Menge Ressourcen. Signal zur Rettungskapsel. Ha, das werde ich mir mal einspeichern. Nein, kannst du nicht reparieren. Okay. Also ein bisschen stehe ich echt noch auf dem Schlauch. Aber ich will jetzt wieder hier so ein Ding mitnehmen. Also alles, was ich... Hier, die beiden packe ich mal hier rein und dann nehme ich das Teil mit. So. Schwupp. Schwupp.
Quadrat nehme ich auch mal mit hier. Was kann ich da noch reinpacken? Ja, die 4 nehme ich aber gerne mal mit eigentlich. Ah, hier war das Zeug noch drin. Okay, zack. Schlingpflanzenbüschel, die brauche ich nicht gerade. Saft. Okay. Gut, weil dann kann ich die nämlich gleich auch mal mitnehmen. 830 Meter nach da hinten. Gut. Ich schwimme erstmal nochmal hier rüber. Und dann sammle ich da hinten nochmal ein bisschen Zeug ein. Quarz und so vor allem. Du schlägst dich schon sehr gut. Tatsächlich, ja? Basen produzieren Sauerstoff, solange sie Energie haben. Okay, das heißt, ich muss jetzt diesen Bioreaktor produzieren. Dafür brauche ich Quarz. Quarz habe ich ja eben eingesammelt. Gehe ich aber jetzt gleich auch nochmal sammeln.